Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich hatte euch wieder auf Instagram gefragt und übrigens, wenn ihr mit in diese FAQ-Videos wollt mit euren Fragen, dann folgt mir gerne auf Instagram, dann mache ich regelmäßig die Umfragen. Ich habe euch auf Instagram gefragt, habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Ich wollte mal wieder eine Runde FAQ machen, das haben wir schon wieder viel zu lange nicht gemacht, deswegen machen wir es heute. Nebenbei läuft bei mir die ATH Tradi, obendrauf der Oblaco L Unglazed Kalaut Lotus 1 Plus Nieres und drinne ist der Depp Strong von Rewoshi. Schöne Runde Doppelapfel. BK fragt, wie sieht es eigentlich mit dem Fortschritt in Sachen Sport aus? Da hat er mich erwischt, ne? Sport. Also, ich stecke im Moment sehr, sehr viel Zeit in die Arbeit rein. Deswegen habe ich leider nur sehr wenig Freizeit. Ist aber auch okay. Ich liebe, was ich mache und ich bin sehr froh, dass ich das machen kann. Ich stecke da gerne die Zeit rein. Aber es bleibt im Moment sehr wenig Zeit für andere Sachen. Und wenn ich mich dann entscheiden muss, mache ich was mit meiner Freundin oder fahre ich noch alleine eine Runde Fahrrad, gehe laufen oder sonst was, wurde es in letzter Zeit sehr, sehr oft die Zeit mit der Freundin oder auch mal mit Freunden, was definitiv zu kurz kommt. An alle Freunde, sorry. Ich weiß, ich habe wenig Zeit. Aber ich gelobe Besserung, ne, sowohl was die Zeit mit Freunden und Freundinnen und Familie angeht, als auch was Sport angeht. Heute Morgen war ich zum ersten Mal wieder Radfahren. Habe heute Morgen eine kleine Radtour gemacht. Das Ding ist, die Impfung hat mich so ein bisschen aus dem Leben genommen und dann habe ich da auch eine Woche wieder gar keinen Sport gemacht. Davor bin ich eigentlich gerade schön reingekommen, dass ich alle 2-3 Tage ein bisschen Workout reingepackt habe. Sei es eine Runde Fahrradfahren, sei es eine Runde Laufen, sei es ein kurzes Homeworkout. Muss auf jeden Fall noch besser werden. Muss wieder besser werden. Definitiv. Invaders hat eine gute Frage. Ist selbstständig sein mit YouTube so, wie du das dir vorgestellt hast? Nein. Also ich habe schon mein Leben lang sehr, sehr viel YouTube geguckt. YouTube ist eins meiner absoluten, ich glaube sogar mein absolutes Lieblingsmedium. Ich gucke selbst sehr, sehr viele Videos, sei es in Sachen, wie kann man Streams verbessern, wie kann man besser mit Kameras umgehen, was kann man beim Schneiden von Videos noch lernen, aber auch, keine Ahnung, Musiksachen. Also nicht nur Musik hören, sondern auch, welche Kopfhörer sind geil, welche Boxen sind geil, welche Platten sind cool. Basically, jedes Thema, zu dem ich mich interessiere, schaue ich mir YouTube-Videos an. Deswegen hat es auch sehr, sehr gut gepasst, dass ich zu einem Thema, was ich liebe und wo ich viel, viel Zeit und Arbeit reinstecke, auch YouTube-Videos mache. Ist so eine Synergie, könnte man sagen. Ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe, mit YouTube selbstständig zu sein? Nee. Also, ich habe viele YouTuber verfolgt über die Jahre. Ich habe bei einigen YouTubern mitbekommen, wie sie sich selbstständig mit YouTube gemacht haben und habe auch immer wieder gehört, wie viel Arbeit das ja ist und wie viel mehr da dahinter steckt, als so Videos zu machen. Und ich habe das denen auch geglaubt. Ich habe es trotzdem gnadenlos unterschätzt. Ich habe es wirklich gnadenlos unterschätzt. Also solo selbstständig sein mit YouTube ist alles andere als, naja, komm, drehst du mal eine halbe Stunde ein Video, das machst du dann dreimal die Woche, dann streamst du noch ein paar Stündchen und dann ist vorbei. Allein die Telefonate, die ich jede Woche führe, die Buchhaltung, die ich jede Woche machen muss, es ist viel, viel mehr, als ich gedacht hätte. Manchmal auch definitiv zu viel, also hundertprozentig. Ich versuche das immer weiter zu optimieren, sodass ich mir mehr Freizeit sozusagen erarbeite. Aber es ist ein schwieriger und heftiger Weg. Auf der anderen Seite klingt das ja erstmal sehr, sehr belastend. Und oh mein Gott, Marvin, überarbeite dich nicht. Und holy shit, in 2 Jahren ist der Burnout da. Und ich verstehe übrigens auch, warum viele YouTuber sagen, ja, ich hatte schon so ungefähr 8 Burnouts. Ich würde es niemals eintauschen. Ich würde es niemals eintauschen. Ich kann mein Geld, was ich zum Leben brauche, verdienen mit einer Leidenschaft, mit einem Hobby. Das, also früher war es einfach nur ein Hobby, mittlerweile ist es so viel mehr, aber vor allem war da immer diese Leidenschaft, sowohl natürlich für Shisha, aber auch für den Umgang mit Kameras, fürs Filmen, fürs Schneiden. Und das ist jetzt einfach mein Job und da könnte ich nicht glücklicher mit sein. Und all die anderen Sachen, die da noch dazugehören, die deutlich belastender sind, als ich drehe coole Videos, sowas wie Buchhaltung, Telefonate, E-Mails, pipapo, das muss ich versuchen weiter zu optimieren, sodass ich da weniger Zeit reinstecke, mehr Zeit habe, um geile Videos zu machen und euch mehr Sachen über Shishas zu zeigen. Ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe? Nee, es ist deutlich schrecklicher, aber auch immer noch der wundervollste Job, den ich mir vorstellen kann. Und das klingt vielleicht wie ein Klischee, aber ich mache genau, was ich machen will. Und schöner kann es, glaube ich, nicht sein. Kalle fragt, welche Pfeife hat den besten Durchzug? Generell muss man sagen, Einschlauchpfeifen haben immer einen besseren Durchzug als Vierschlauchpfeifen. Bei Vierschlauchpfeifen muss immer irgendwas im Weg sein, was das reguliert, dass andere Leute keine Luft ziehen. Bei den meisten Vierschlauchpfeifen ist das einfach ein Kugelsystem. Das braucht man bei Einschlauchpfeifen nicht. Das heißt, wo bei einer Vierschlauchpfeife nochmal so eine zwischen 5 und 10 mm Kugel im Weg liegt, habt ihr bei der Einschlauchpfeife einfach mehr Durchzug. Man kann natürlich eine Kugel rausnehmen bei Vierschlauchpfeifen und dann ist auch da der Durchzug besser. Dann müsst ihr aber, wenn ihr mit anderen raucht, den Schlauch zu halten, was sehr, sehr nervig ist, oder ihr raucht eure Vierschlauchpfeife alleine. Aber was ist jetzt die Pfeife mit dem besten Durchzug? Für mich im Einschlauchbereich ist es
früher, die gibt es leider nicht mehr, die Ocean Euphoria gewesen. Die hatte einen geisteskranken Durchzug. Also die Pfeife gibt es immer noch. Die Pfeife hat aber hier und da jetzt andere Teile und andere Durchmesser. Deswegen ist der Durchzug nicht mehr so geisteskrank wie früher, aber immer noch gut. Aktuell kaufbar die beste Pfeife mit dem krassesten Durchzug für mich, die Edition 4 Launch von Aeon. Man kann allerdings auch die neue Viro Evoke kaufen und da die Kugel rausnehmen, dann hat die sogar noch einen krasseren Durchzug als die Edition 4. Für mich wäre es trotzdem die Edition 4 Launch, weil ich die schöner finde und die passt besser zu mir. Ich rauche gerne mit Einstoffpfeifen, deswegen würde ich da auch eine Einstoffpfeife nehmen. Wenn du mich fragst, was ist die beste Pfeife oder was ist die Pfeife mit dem krassesten, ich meine, bester Durchzug ist auch immer so eine Sache. Vielleicht ist für mich der beste Durchzug so eine 7 von 10 und für jemand anderen ist es sogar eine 3 von 10, weil der gerne Traube auf einer Tradi raucht oder so. Aber der krasseste Durchzug, der heftigste Durchzug, Viro Evoke, wenn man eine Kugel rausnimmt. Finn fragt, wie viel Geld hast du schon insgesamt für Shisha-Stuff ausgegeben? Das ist eine Antwort, Digga, oder das ist eine Frage, da denkt man eigentlich lieber nicht über die Antwort nach. Tabak außen vor, das weiß ich einfach nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich wann genau geraucht habe, um da auszurechnen, für wie viel Geld ich mir schon Tabak gekauft habe. Meine Shisha-Sammlung, also alle Pfeifen, alle Caesar-Bowls zum Beispiel und alle Köpfe, wird wahrscheinlich irgendwas zwischen 20.000 und 25.000 Euro sein. Das ist schon scheiße viel Geld. Kamal fragt, wird dein Job nicht langweilig? Neue Pfeifen, neuer Tabak, Review Stream, Hashtag No Front. No Front received, sag ich mal. Kann man natürlich sagen, ne? So, wird das nicht langweilig? So, du rauchst ja eigentlich immer nur Shisha. Wow, dann kommt eine neue Pfeife und dann testest du die und dann kommt ein neuer Tabak und dann streamst du dreimal die Woche, drei, viermal die Woche. Wird das nicht irgendwann langweilig? Ich kann dir nur sagen, bis jetzt auf keinen Fall. Also, je mehr ich mich da reinsteige, umso mehr Bock habe ich da drauf, umso mehr Bock habe ich noch mehr zu machen und noch bessere Videos für euch zu machen. Also, bis jetzt auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist das so ein bisschen die Frage, wie viel Leidenschaft hast du wirklich für das Thema? Ne? Also ich glaube, wenn jemand jetzt anfangen würde, Shisha-Videos zu machen, weil er sich denkt, ah komm, dann kriege ich vielleicht irgendwann mal ein bisschen kostenlosen Stuff zugeschickt oder so. Ich glaube, dann würdest du das nicht lange durchhalten. Wenn du aber wirklich von dir aus eine krasse Faszination für dieses Thema hast, dann gibt es keinen geileren Job. Also mir wird es auf jeden Fall nicht langweilig, sagen wir es so. Kai hat gefragt, Stonehooker oder Mason? Also, ich habe noch keinen Mason Onyx, den finde ich auch sehr, sehr nice. Ich habe nur einen Mason Gravel. Bei Stonehooker habe ich jetzt im Studio zweimal den Fastball, einmal den Stonefit und vom Matze noch einmal den Magnum. Die Anzahl sagt es eigentlich schon aus. Also, ich bin da eher Team Stonehooker. Stonehooker generell, also, was ich bei Mason besser finde, ist, dass die Köpfe gleichmäßiger sind. Das heißt, du kaufst den Onyx und dein Kumpel kauft den Onyx und die Chancen sind ganz gut, dass die Köpfe sehr, sehr ähnlich sind. Bei Stonehooker ist eigentlich garantiert, dass die super, super unterschiedlich sind. Also ich habe noch nie zwei Fastballs gesehen, die sehr, sehr ähnlich waren. Und das nervt halt wirklich krass bei Stonehooker. Ne? Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, Digga, hol dir auf jeden Fall einen Stonehooker Fastball, was ich nicht sage, aber als Beispiel. Und du holst dir den dann, dann sind die Chancen gut, dass der bei dir ganz, ganz anders ist als meiner. Und deswegen kann ich da auch schwer Aussagen drüber treffen. Ich habe da kurz drüber geredet im 5000 Euro Shisha-Shopping-Video. Bei Stonehooker sind die Namen teilweise komplett falsch. Also ein Stonefit ist dann als ein Fastball drin oder ein Magnum ist als ein Fastball drin oder ein Fastball ist als Magnum drin und so weiter. Also Stonehooker sehr verwirrend, sowohl von der Herstellerseite aus, keine klare Namensgebung, dann auch von den Händlern natürlich wurde das genau weitergegeben. Weil die kriegen gesagt, hier, du hast 10 Fastball gekauft, dabei waren das 5 Fastball und 5 Stonefit. Ich kann nur sagen, mein Stonehooker Fastball, den ich habe, ist ein legendärer Kopf und gefällt mir auch besser als Mason, um die Antwort auf die Frage mal ein bisschen kürzer zu fassen. Philipp hat gefragt, wie lange circa rauchst du einen Kopf, also eine Session? Sonst schöne Grüße aus Tschechien. Grüße nach Tschechien, Digga. Die Frage kommt leider, muss man sagen, noch viel zu oft auf. Bei der Rauchdauer, wie lange kann eine Session gehen, kommt es auf zwei Faktoren an. Faktor Nummer 1, wie viel Tabak geht in den Kopf? Je mehr Tabak du in einen Kopf packen kannst, zu einem gewissen Grad, die Tiefe ändert dann irgendwann nicht mehr so viel wie die Breite und so weiter, aber bis zu einem gewissen Grad kommt es drauf an, wie viel Tabak kannst du in den Kopf packen. Mit einem Lidlip kannst du weniger lange rauchen, als zum Beispiel mit einem Oblaco L, wie ich das gerade mache. Faktor Nummer 2 ist Kohle nachlegen. Beim Kohle nachlegen muss man sagen, das machen die Leute meistens daheim zu spät, tendenziell. In der Bar kennt ihr das, ihr raucht 20 Minuten und dann kommt auf einmal schon der Kohlewechsel. Das ist, damit die Temperatur vom Kopf nicht schon zu weit gefallen ist, um den wieder hochholen zu können. Ansonsten gibt es einen Hitzeschock für den Tabak und dann verbrennt das Ganze. Aber Faktor Nummer 2 ist, legst du Kohle nach und wenn ja, wie schnell und wie oft legst du Kohle nach? Also im optimalen Fall, um 2 Stunden zu rauchen, würde man wahrscheinlich nach 20 bis 30 und
50 bis 60 Minuten einmal Kohle nachlegen und dann würdest du das Ding runterrauchen. Gab auch schon Köpfe in Bars, die ich 2,5 Stunden rauchen konnte, weil die halt in einem großen Kopf mit einem regelmäßigen Kohlewechsel liefen und dann läuft sowas wunderbar. Aber die Rauchdauer einer Session kommt drauf an, wie viel Tabak passt in den Kopf und legst du Kohle nach. Wie lange rauche ich meistens? Kommt auf den Kopf an. Ein Litlip, so eine Stunde 15, Oblaco 11, mit Kohle nachlegen auch mal 2, 2,5 Stunden, je nachdem. Das variiert komplett, also da gibt es keine eine definierte Antwort drauf. Philipp fragt, was machst du mit Tabak, den du kaufst, dich aber dann beim Rauchen komplett enttäuscht? Ich habe hier hinten so eine Kiste liegen, beziehungsweise eine Tüte. Da packe ich dann den Tabak rein. Also sagen wir mal, ich kaufe mir einen, ich probiere den, schmeckt mir nicht. Dann packe ich den in die Tüte und immer wenn Freunde hier im Studio vorbeikommen, sage ich, ey, wenn du willst, schau mal in die Tüte, wenn da was dabei ist, was du mal probieren willst, dann nimm dir den einfach mit. Ist mir lieber, wenn die den dann nochmal probieren, wenn er denen dann auch nicht schmeckt und die den wegtun oder weiter verstecken, dann habe ich es wenigstens probiert. Ich versuche keinen Tabak wegzuschmeißen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also wenn der nicht schlecht ist oder so, dann lege ich den in die Tüte und versuche den an Freunde weiterzugeben, wenn die sagen, komm, ich probiere den einfach mal. Vielleicht schmeckt er mir ja. Und meistens ist da auch dann was dabei, was anderen Leuten schmeckt, was mir nicht geschmeckt hat, weil im Endeffekt ist es alles Geschmackssache. Luca World, glaube ich, heißt der Name, hat gefragt, was war vor 7 Jahren dein Lieblingstabak? Boah, schwierig. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß, am Anfang meiner Shisha-Zeit war mein Lieblingstabak auf jeden Fall der Blue Mist von Alvaha. Das war eine Blaubeere mit einer heftigen Mentholnote. Sollte so ein bisschen an den Starburst Blue Mist erinnern, so hieß er genau. Und der Starburst Blue Mist war teuer und selten zu bekommen. Der Alvaha war damals sehr günstig. Ich glaube, damals hat eine Dose Alvaha noch 12,50 oder 12,90 gekostet oder sowas. Ganz wild. Das waren noch diese orangenen Plastikdosen. Vielleicht erinnern sich ein paar Leute und denken jetzt, ja stimmt, die guten alten Zeiten, Digga. Blue Mint von Alvaha war damals mein absoluter Favorite. Dann hatte ich auch eine krasse Phase mit Love 66. Love 66 war auch der erste Tabak, wo ich mir gedacht habe, da kannst du eigentlich mal ein Kilo von ziehen. Und Traube Minze hat mich auch schon immer begleitet. Früher meistens der von Alvaha oder der von Alfacha. Das ging dann sehr, sehr lange so, bis irgendwann Black Nana kam. Aber das ist ja erst so 3, 4 Jahre her oder so, Black Nana. 3 Jahre? 2 vielleicht sogar nur? Nee, 3 eher. Freaky Joa fragt, machst du manchmal Werbung für Produkte, die dir gar nicht gefallen? Short answer, no. Mache ich nicht. Bei mir ist es so, wenn mich eine Marke anfragt, hey Marvin, wir würden gerne bei dir ein Placement buchen, wir hätten gerne ein Video von dir, dann mache ich das immer so, dass ich sage, wenn ihr das wollt, dann schickt mir bitte erstmal das Produkt zu. Ich gucke es mir in Ruhe an. Wenn es mir gefällt, können wir weiterreden. Wenn es mir nicht gefällt, kommt es für mich nicht in Frage. Wenn es mir nicht gefällt, schicke ich das auch gerne zurück und so. Dann kommt da auch überhaupt kein Content zu. Schickt denen das auch gerne zurück. Wenn es mir nicht gefällt, was soll ich das bei mir haben? Also da brauche ich das einfach nicht. Und dann teste ich das in der Regel und dann quatsche ich mit den Leuten, was wir da machen wollen, was die haben wollen und so weiter. Also sei es, wollt ihr ein Placement auf Insta haben in der Story oder wollt ihr ein Video-Review darüber. Und das aber erst, wenn mir das Produkt gefällt. Das heißt, erst kommt der Test und dann kommt der Rest. Tjorven fragt, was sind deine nächsten Ziele für den Channel? Die 100.000 Abos, Digga. Safe. Der silberne Playbutton. Wenn der irgendwann da ist, das wäre so genial. Also das wäre einfach zu krass, wenn dann wirklich dieser Playbutton und dieser Award über die 100.000 Abos zu mir kommen würde. In diesem Sinn, Leute, lasst gerne ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen und ihr es noch nicht getan habt. Freddy fragt, mehr Videos mit David bzw. mit Dylit möglich? Jein, an sich gerne. David hat auch letztens in einem Streamer gesagt, dass er gerne einen zweiten Part zu der Tabak-Erraten-Challenge machen würde. Hätte ich auch Bock drauf. Das Problem ist nur, ich wohne in Frankfurt und David wohnt in Berlin. Das sind irgendwie 600 Kilometer. Die fährst du nicht mal einfach so für ein Video. Das heißt, da muss ich halt irgendwas anbieten, dass man so eine Strecke mal in Kauf nimmt und nicht einfach nur so, ey, wollen wir morgen ein Video drehen? Ah ja, klar, ich komme gerade mal rum. Das ist da halt leider sehr, sehr schwierig. Deswegen wird wahrscheinlich nie viel oder nie oft was mit David kommen. Aber wenn sie es irgendwie anbietet, so wie in der Vergangenheit mit der Tabak-Erraten-Challenge oder so, dann machen wir das bestimmt. Leon fragt, kannst du mal bitte eine Liste erstellen, Bild auf Insta, welche die besten Shisha-Shops sind, auch mit SWG10. Bei mir ist es so, mein Code gibt es nur in Shops, die ich auch supporten will. Das heißt, Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will, die ich korrekt finde, da gibt es einen SWG-Code. Und die Codes könnt ihr euch immer auf meiner Website shishawg.de angucken. Da gibt es dann oben in dem Menü, könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr auf die Rabattcode-Seite. Da sind alle aktuellen Codes aufgelistet und das sind auch alles Shops, die ich euch empfehlen kann. Rio fragt, wann hast du das erste Mal Dark Blend geraucht und wie war es? Ich habe ja in Koblenz studiert und beim Studium in Koblenz habe ich den Igor kennengelernt. Igor war ein Student, der aus Russland gekommen ist. Das heißt, seine Eltern haben auch immer noch in Russland gelebt und der ist auch häufiger nach Russland rübergeflogen. Ich habe den tatsächlich beim Nebenjob kennengelernt, aber halt auch in Koblenz studiert. Und dann haben wir immer häufiger mal zusammen Pfeife geraucht und irgendwann ist er dann mal wieder zu seinen Eltern geflogen. Und dann habe ich ihn gefragt, Digga, könntest du nicht mal irgendwas Geiles, Russisches, Shisha-mäßiges mitbringen? Und dann hat er mir
den Darkseid Black Current mitgebracht. Und das war einfach ein Gedicht. Der hat mich richtig weggescheppert. Also ich muss jetzt nicht kotzen oder aufhören oder so, aber ich habe schon wirklich heftig das Nikotin gemerkt. Davor habe ich, glaube ich, nur Virginia geraucht. Das ist zumindest der erste Moment, an den ich mich erinnern kann, wo ich bewusst mal mehr Darkblend geraucht habe. Vielleicht bei irgendeinem Kollege mal einen Kopf-Darkblend oder so, weiß ich aber nicht mehr. Das ist der erste Moment, an den ich mich erinnere. Wann das war, weiß ich gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall, bevor es Darkseid, Must-Have und Co. überhaupt in Deutschland gab. Also das muss Ende 2018, Anfang 2019 oder so gewesen sein. Ich glaube, auf der Shisha-Messe 2019 kam ja Darkseid dann nach Deutschland. Und das war aber nochmal weit davor. Also wird es wahrscheinlich 2018 gewesen sein. Ja, und das war der Black Current von Darkseid. Ich liebe ihn bis heute. Als ich nach Russland geflogen bin auf die Shisha-Messe, bin ich vom Airport mit meinem Koffer in eine Shisha-Bar gefahren und habe mir direkt einen Kopf Darkseid Black Current bestellt. Und ich warte die ganze Zeit drauf, dass Darkseid endlich diesen Flavor nach Deutschland bringt. Bis heute ist es leider nicht passiert, aber ich freue mich sehr drauf, wenn es irgendwann der Fall ist. Sean fragt, was ist dein peinlichstes Erlebnis beim Shisha-Rauchen? Ich glaube, sowas übertrieben krasses ist mir da eigentlich noch nicht passiert. Ich glaube, das peinlichste bis jetzt war, als ich meine Edition 4 Lounge bei Aeon abgeholt habe, bin dann damit heimgefahren und habe voller Vorfreude dieses Ding aufgebaut und noch eine schöne Insta-Story dazu gemacht und so und baue mir einen Kopf und pack den Kopf drauf und rauch so eine Viertelstunde und bin so am Handy dabei, ne, und mach so die Story fertig, damit ich die euch in die Insta-Story packen kann. Und irgendwann ziehe ich so bewusst an der Pfeife und denke so, mein Gott, ist die leise. Ich habe ja gar keinen Diffusor drauf. Warum ist die denn so? Ja, habe ich einfach eine Viertelstunde Shisha geraucht, ohne Wasser in der Bowl zu haben. Und ich habe es nicht gemerkt. Vielleicht war das auch so neue Pfeife. Du weißt ja noch nicht, wie die sich verhält. Keine Ahnung. Ich finde auch keine bessere Ausrede. Ich habe da verkackt. Ich hatte kein Wasser in der Bowl. Viertelstunde habe es nicht gemerkt. Ganz tolle Leistung. Michi fragt, wie reinigst du deine Smokeboxen? Habe ich dir extra ein wundervolles Video zugedreht, wo ich das in aller Ausführlichkeit erkläre. Sowohl in meinem Reinigungsvideo zur Pfeife als auch in meinem HMD-Guide ist die Reinigung von den Aufsätzen, HMD, Smokeboxen, Pipapo, erklärt. Schau dir das einfach sehr, sehr gerne an. Da kriegst du es besser erklärt, als ich das jetzt in einem Satz machen könnte. Olli fragt, bester Kohleanzünder nach der Turbine. Würde ich wahrscheinlich auf Ayosha aka Hookase und auf Yannick aka Kassel vertrauen. Die sagen, der AO Blazer mit 1500 Watt ist Killer. Sieht auch in den Stories immer gut aus. Wahrscheinlich würde ich dir da den empfehlen. Ich weiß nicht genau. Sorry, Digga. Ein Bekannter heißt auch Marvin, sagt, Milch bringt mehr Rauch. Stimmt das? Kurze Antwort, nein. Lange Antwort, ich habe extra ein Video gemacht, wo ich zweimal exakt die gleiche Pfeife aufgebaut habe. Einmal mit Wasser, einmal mit Milch. Selbe Pfeife, selber Kopf, selber Tabak, selber Aufsatz, selbe Kohle. Alles gleich. Die einzige Variable, die sich geändert hat, einmal mit Milch, einmal mit Wasser. Habe 5 Freunden die Augen verbunden und habe gesagt, hier, rauch mal und sag mir mal, was du denkst, in welcher Shisha die Milch drin ist. Da seht ihr nochmal den Rauchvergleich. Guckt euch sehr, sehr gerne mal das Video an. Joey fragt, verdienst du aktuell mit YouTube gleich viel mehr oder weniger als damals in der IT? Schwierig zu beantworten, weil theoretisch verdiene ich brutto jetzt deutlich mehr, aber netto ziehe ich mir weniger raus. Also vorher hatte ich ungefähr so 2,2 im Monat netto raus. In der Regel ziehe ich mir im Monat mittlerweile weniger raus, zumindest wenn man die Krankenversicherung weglässt, die auch nochmal 860 Euro im Monat kostet, die ich auch von meinem Netto bezahlen muss und nicht vom Brutto bezahlen kann. Also wenn man die Krankenversicherung rauslässt, dann ziehe ich mir ein bisschen weniger Geld raus als damals. Brutto wäre es aber mehr. Das bleibt aber alles auf dem Geschäftskonto für Projekte, für Rücklagen, für Rentenabsicherung und. Da gibt es ganz viele Sachen, wo es sehr, sehr schlau ist, ein bisschen Geld auf der hohen Kante zu haben. Rente muss man natürlich auch von seinem Netto machen, ne? Ist klar. Vincent fragt, welches Auto würdest du dir jetzt kaufen, würde deins kaputt gehen? Also ich fahre im Moment einen alten Benz, einen W210 E200, also eine alte E-Klasse von Mercedes. Würde die jetzt kaputt gehen, würde ich wahrscheinlich ein Geschäftsleasing machen. Das heißt, es würde wahrscheinlich ein Neuwagen oder maximal ein Jahreswagen werden, weil Geschäftsleasing lohnt sich einfach. Du bezahlst mehr von deinem Brutto und hast am Ende natürlich ein bisschen weniger Netto, aber mehr von deinem Netto raus, weil steuerliche Vorteile, dies, das. Traumauto wäre da auf jeden Fall entweder wieder ein Mercedes, aber ein neuerer. Am liebsten natürlich ein AMG. Aber die sind natürlich auch sehr kostspielig. Ein anderer Traum von mir, also ich mache mir eigentlich nicht viel aus Autos. Die einzige Marke, die mich wirklich begeistert von klassischen Autos, ist Mercedes. Und ich bin sehr großer Tesla-Fan. Ich weiß, viele Leute, die Autofans sind, was ich nicht bin, die sind keine Tesla-Fans. Für mich ist Tesla ein fahrendes iPhone. Es ist ein fahrender Computer. Ich bin ein kleiner Technik-Nerd, deswegen holt mich Tesla da einfach komplett ab. Elektroauto habe ich auch absolut kein Problem mit. Im Gegenteil, ich habe da eher eine Faszination für. Nicht aus Umweltgründen oder sonst irgendwas,
sowas. Also ihr könnt euch jegliche Kommentare, ja, aber du musst 300.000 Kilometer fahren, damit sich die Batterie der Umwelt gegenüber überhaupt lohnt und kennst du die Spaltmaße und dies, das. Also Leute, ich will ja keinen Tesla kaufen und den für immer fahren. Ich würde die dann über ein Geschäftsleasing 2, 3, 4 Jahre haben. Danach gebe ich den wieder ab und dann juckt mich das Ding nicht. Auch mit den Spaltmaßen und wie lange die Batterie hält und wie viel 100.000 Kilometer damit fahren kannst, das ist mir dann im Grunde alles scheißegal. Long story short, entweder einen Mercedes, am liebsten ein AMG oder ein Tesla, das wäre sehr cool. Was ich mir aber zum Beispiel auch angucke, sind die Autos von Skoda, weil bei Skoda kriegst du sehr, 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 sehr attraktive Geschäftsleasings und ja, das könnte auch sehr interessant werden. Muss ich mir noch überlegen, was ich dann machen will. Will ich eher mit der Leidenschaft und sagen, okay, ich gönne mir was und gehe dann zu Tesla oder Mercedes, oder gehe ich den super rationalen, unleidenschaftlichen, ungefühlvollen Weg und hol mir sowas wie ein Skoda, wo ich sage, da kriegst du viel für dein Geld, dann fährst du das Ding 3 Jahre und dann kann es auch wieder weitergehen. Vincent hat noch eine gute Frage. Vincent hat auch noch geschrieben, wenn du jetzt 10 Millionen Euro bekommen würdest, was würdest du machen? Erstens, ich würde es keinem erzählen. Ich will nicht, dass mich Leute irgendwie anders betrachten durch viel Geld oder wenig Geld. Ich finde, man sollte da auf den Mensch gucken und nicht auf den Kontostand oder die Kleider oder sonst irgendwas. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich einfach niemandem erzählen. Beziehungsweise müsste ich es vielleicht erzählen, weil das Erste, was ich mir kaufen würde, wäre ein schönes Haus. Mit Mia zusammen ein schönes Haus, am liebsten in einer ruhigen Lage, aber irgendwo in Stadtnähe. Am liebsten irgendwie mit noch einem extra Gebäude, wo ich dann ein YouTube-Studio draus machen könnte oder so. Also ich würde uns, also Mia und mir, erstmal ein schönes Haus kaufen, wo wir dann unser Leben verbringen können. Oder wenn wir keinen Bock mehr drauf haben, dann vermieten wir es halt. Und dann würde ich wahrscheinlich meinen Eltern was geben, meinem Bruder und ja, also der Familie generell helfen, wenn da irgendwo Hilfe benötigt wird. Und ansonsten würde ich es, glaube ich, anlegen und gucken, dass ich davon möglichst viele Zinsen bekomme. Es gibt eigentlich nichts Materielles, wo ich jetzt mir sagen würde, so, ich brauche jetzt unbedingt 150.000 Euro, um genau das oder das zu machen. Also ich mache mir nicht so viel aus materiellen Dingen. Es gibt natürlich immer wieder Sachen, die ich gerne hätte, aber ich glaube, abgesehen von einem Haus, von einem schönen Grundstück und so, würde sich da für mich nicht viel ändern. So, die letzte Frage von Jan Philipp. Bist du zufrieden mit deinem Leben, so wie es im Moment gerade ist? Ja, aber ich bin jemand, dem es sehr, sehr schwer fällt, das einfach wertzuschätzen, was er gerade hat, zufrieden zu sein mit der jetzigen Situation und da einfach mal kurz ein bisschen loszulassen und sich drüber zu freuen, was man geschafft hat oder was man erreicht hat im Leben oder wo man gerade ist im Leben. Ich bin da leider jemand, der sich da sehr viele Gedanken macht zu, was könntest du noch machen, was musst du noch machen? Du bist jetzt 29 Jahre alt, wie kriegst du es noch hin, Sachen in deinem Leben zu erreichen? Wie kannst du das noch verbessern? Wie löse ich das Problem und so weiter? Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr zufrieden. Und ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für das FAQ-Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder eine entspannte Runde mit ein paar Fragen von euch. Wenn ihr sowas häufiger sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG.